Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ein Jahr ist vergangen seit meiner ersten viel umjubelten Corona-Ansprache. Ein Jahr, in dem wir durchaus viel erreicht haben. 365 Tage, 52 Wochen, 8760 Stunden mit Corona. Das sind Zahlen, auf die man auch mal stolz sein kann und die man nicht gleich wieder in Frage stellen sollte. Wir haben dabei nichts unversucht gelassen, um dem Coronavirus etwas näher zu kommen. Einiges lief nicht so gut, anderes dafür umso schlechter. Am Ende waren wir nie um einen Arbeitskreis oder eine Taskforce verlegen. Hierfür habe ich extra meine besten Leute angefragt. Die aber leider alle nicht konnten, dafür aber Jens Spahn und Andreas Scheuer. So, und jetzt heißt es, abwarten und Tee trinken, einfach mal 5 gerade sein lassen und nicht lang schimpfen, weiter impfen. Herzlich willkommen zu Extra 3. Ich muss ja sagen, es wird von Tag zu Tag schwerer, den Rat zu befolgen, sich während der Pandemie nicht ins Gesicht zu fassen. Nun hat ja Deutschland die Impfungen mit AstraZeneca vorübergehend ausgesetzt, weil Thrombosen in Hirnvenen aufgetreten waren im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Es waren 7 Fälle bei 1,6 Millionen Impfdosen. Jetzt wird ja gern der Vergleich gezogen zur Antibabypille. Da gibt es 8 bis 11 Fälle pro 10.000 Frauen. Das kann man aber nicht vergleichen, liebe Leute. So einfach ist das nicht. Denn erstens, es ist eine andere Art der Thrombose. Und zweitens, die Pille nehmen eben auch nur Frauen. Denen kann man das zumuten. Klar, wem man eine Geburt zumuten kann, dem kann man auch eine Thrombose zumuten. Keine Frage. Bei AstraZeneca ist es natürlich so, dass auch Männer geimpft worden sind. Und damit sieht die Sache völlig anders aus. Da heißt es Alarm. Lieber die Impfung stoppen, damit der Lockdown länger dauert und die Leute weiter auf der Couch liegen oder auf der Intensivstation. Beide Situationen, in denen man gern mal eine, Sie werden furchtbar lachen, Thrombose bekommt. Das wirft die Impfkampagne in Deutschland natürlich nochmal ordentlich zurück. Eigentlich hätte es heute einen Impfgipfel geben sollen. Der wurde aber erstmal verschoben wegen AstraZeneca. Klar, jetzt schon ein Konzept dafür zu entwickeln, dass demnächst dann auch in Hausarztpraxen geimpft werden kann, das wäre auch ein bisschen überstürzt. Ja. Jetzt schon, wozu die Eile? Corona rennt ja nicht weg. Und irgendwann, da kommt automatisch ganz viel Impfstoff. Das ist ein Naturgesetz. So erklären es zumindest die Naturwissenschaftler. Also die Naturwissenschaftler, die eine Banklehre gemacht haben. Das nennen ja einige den Ketchup-Effekt gerade. Also der Ketchup-Flasche, am Anfang kommt wenig raus, ist es knapp und nachher kommt sehr viel. Ah, es scheint eine sehr beliebte Metapher zu sein. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Sebastian Kurz kennt das Phänomen ebenfalls. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch an Ketchup-Flaschen, wie sie vor allem früher gegeben hat, wo man lang gebraucht hat, bis irgendwas rausgekommen ist und dann ist auf einmal ein ganzer Schwall gekommen. Und ähnlich wird es auch bei der Impfung sein. Aber nicht nur bei der Impfung. Hier einer der vielen Schalke-Trainer der vergangenen Monate, ich kann mir die Namen nicht merken, der auf genau denselben Effekt gehofft hatte. Es ist wie so eine Ketchup-Flasche, die man sich neu kauft und gerade aufschraubt. Ja. Und dann will man so das Ketchup raustun und da kommt nichts, obwohl man sieht, sie ist voll. Und man muss von oben ganz fest draufklopfen, bis irgendwann mal alles rauskommt. Ja, ich klopfe auch gleich und zwar mit dem Kopf auf die Tischplatte. Vielleicht zögert man aber auch deswegen mit dem Einbinden der Hausärztinnen und Ärzte, weil es in den Impfzentren viel bürokratischer zugeht. Und vielleicht ist die Strategie, dass das Virus dadurch abgeschreckt werden soll. Ja, hier berichtet eine Ärztin, wie viel bürokratischer Aufwand im Impfzentrum betrieben werden muss, um Berufsgruppen zu impfen. Das klingt easy, Berufsgruppen impfen, aber was heißt denn das? Das heißt, diese Herrschaften müssen 6-mal ihre Kontaktdaten angeben mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort. Nämlich 2-mal auf der Einwilligung, 2-mal auf der Aufklärung und 2-mal auf der Impfbescheinigung. Der Arzt, den das dann trifft, der darf dann 6-mal seine Unterschrift geben. Das ist dann auch immer sehr erbaulich, muss man einfach sagen, für einen Prozess. Und dann möglicherweise noch eine 7. zum Impfpass. Wenn Sie das für 50 Personen machen, wissen Sie fast schon, was Sie getan haben. Aber wenn wir schon zu wenig haben von dem Zeug, dann soll es wenigstens auch schön kompliziert sein, das rauszugeben. Es ging ja schon vor dem AstraZeneca-Debakel nicht voran. Haben Sie mal versucht, für Angehörige einen Termin zu machen? Für eine Impfung? Katastrophe. Meine Eltern und meine Tante brauchen eine Impfung. Ich rufe jetzt einfach mal bei der Hotline an.
Hier ist die Bundesimpfzentrale. Wenn Sie in einer endlosen Warteschleife nervige Dudelmusik hören wollen, wählen Sie bitte die 1. Wenn Sie sofort einen Impftermin haben wollen, wählen Sie bitte die 2 und 40. Wenn Sie mit einer Mitarbeiterin sprechen wollen, die überhaupt nicht für Sie zuständig ist, wählen Sie bitte die 2. Oh, haben Sie schon. Ich verbinde. Grüß Gott, hier ist Stefanie Klotzberger und ich bin nicht für Sie zuständig. Ja, Ehring mein Name. Meine Eltern bräuchten einen Corona-Impftermin in Hamburg. Dafür bin ich nicht zuständig. Ja, habe ich schon gehört. Aber ich stelle Sie mal durch zu unserer Saupreisenabteilung. Danke, was? Herzlich willkommen in der Bundesimpfzentrale, Unterabteilung Norddeutschland. Mein Name ist Maike Jensen. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo Frau Jensen. Ehring mein Name. Ich möchte für meine Eltern einen Impftermin buchen. Gerne. Passt Ihnen der 4. April? Passt mir sehr gut. Super. Uns aber leider nicht. Ich guck mal in 2022. 2022? Erst ginge das nicht ein bisschen schneller. Wenn Sie meine Eltern zum Beispiel einfach bei Ihrer Hausärztin impfen lassen könnten? Klar, das ginge schon. Wenn Ihre Eltern in Mecklenburg-Vorpommern leben, da wird das schon gemacht. Ja, tun Sie leider nicht. Hamburg, wie gesagt. Und einen Wohnortswechsel können sich Ihre Eltern nicht vorstellen? Bitte? Umziehen? Damit Sie früher geimpft werden können? Nein. Ja, bist du wegziehen, musst du wegziehen, ist so. Also, zweimal Bungalow in Strelitz für Ihre Eltern? Was? Nein. Ostseebad Kühlungsborn? Nein, auf keinen Fall. Mein Gott, Sie machen es einem aber jetzt auch nicht leicht. Ich stelle den mal durch zu meinem Kollegen, der ist für unflexible Typen mit Eltern in Hamburg zuständig. Moment mal. Bundesimpfzentrale, Abteilung für unflexible Typen mit Eltern in Hamburg, Malte Hansen am Apparat. Ja, Ehring, ich wollte einen Impftermin für meine Eltern ausmachen und für meine Tante in Niedersachsen. Niedersachsen, sagen's doch gleich, ich stelle sie durch. Leute, ehrlich. Bundesimpfzentrale, Abteilung für unflexible Typen mit Eltern in Hamburg und einer Tante in Niedersachsen, Juliane Schlötzer am Apparat. Ja, Ehring hier. Sagen Sie mal, kann es sein, dass wir als Deutsche vor lauter Spaß an der Bürokratie vergessen haben, Sachen schnell und effizient gebacken zu kriegen? Warum impfen bei uns nicht die Hausärzte? Ich meine, in den USA gibt es sogar Drive-In-Impfungen. In der USA gibt es auch Polizeigewalt, laxe Waffengesetze und viel zu viel Fastfood. Wollen Sie das auch bei uns oder was? Nein, das will ich nicht. Na sehen Sie. Und das mit den Hausärzten kriegen wir auch hin. Anfang Mitte April impfen die überall mit, sagt der Gesundheitsminister. Und wenn der Gesundheitsminister sagt Anfang Mitte April, dann meint er Ende September. Ist Ihre Tante in Niedersachsen über 80? Was? Nein, das nicht. Aber Risikogruppe. Und bitte, ich will jetzt nicht hören, dass Sie mich jetzt wieder durchstellen. Nein. Gott sei Dank. Der zuständige Kollege hat eben Feierabend gemacht. Versuchen Sie es einfach morgen nochmal. Per Fax oder Brieftaube. Auf Nimmerwiederhören. Tschüss. Ja, danke. Judith Richter. Mehr aktuellen Corona-Irrsinn hat Martina Hauschild zusammengestellt. Wieder mal aus den Geschichten, die sie uns erzählt haben. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist Erik Manke. Der Polizist aus Hamburg findet die Homeoffice-Arbeit der Polizei gerade etwas suboptimal. Und einen Tick zu papierintensiv. Eine Ermittlungsakte wird jetzt nach Hause getragen. Der Kriminalbeamte macht sich Gedanken, schreibt einen Bericht, darf den aber hier zu Hause nicht ausdrucken. Was macht er also? Er trägt die Akte wieder zurück an die Dienststelle, druckt hier alles aus und sagt, Mensch, ich habe noch mal eine Idee, ich möchte mal weiter ermitteln. Jetzt, zack, kommt die Akte wieder nach Hause und es wird weiter ermittelt. Tja, aus Datenschutzgründen darf nur bei der Polizei Hamburg gedruckt werden. Was daran genau Datenschutz sein soll oder aus datenschutzrechtlichen Gründen zu Hause nichts ausgedruckt werden darf, wenn das Ausgedruckte von der Dienststelle jedoch mit nach Hause genommen werden darf, das ist uns schleierhaft. Ja, schleierhaft ist auch Peter Kuschel, eine neue Corona-Regel in Flensburg. Sein Friseursalon darf zwar öffnen, aber... Unsere Kunden müssen hier in Flensburg, wenn sie zu uns kommen, einen Corona-Negativ-Test mitbringen. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir dadurch mindestens die Hälfte Absagen haben. Ja, keiner hat Lust, sich 3 Stunden in die Schlange für einen Corona-Test anzustellen. Für einen Friseurtermin in Flensburg. Die gehen dann lieber zu dem Friseur gleich am Stadtrand und da brauchen sie keinen Test. Und ich kann das eigentlich nicht verstehen, weil ich der Meinung bin, das Virus, das bleibt doch nicht an der Stadtgrenze hängen. Hängen gelassen fühlt sich auch Jürgen Schröder. Weil er in einer Schule in Baden-Württemberg arbeitet, bekam der 68-Jährige schon einen Impftermin. Allerdings... Und die Mitarbeiterin hat mir dann aber leider sagen müssen, dass ich nicht geimpft werde. Und ich frage, warum denn? Ja, ich bin für diesen Impfstoff zu alt.
gefragt, ja, einen anderen Impfstoff. Da hat es dann geheißen, dafür bin ich zu jung. Und so musste ich wieder ohne Impfung heimfahren. Tja, Anfang März war AstraZeneca nur für unter 64-Jährige zugelassen und BioNTech nur für über 80-Jährige. Willkommen in der Impflücke, Herr Schröder. Zurück zur Hamburger Polizei. Wenn die Homeoffice-Kollegen jetzt zeitgleich in die Dienststelle kommen, dann... Dann drucken die erstmal alle Sachen aus und dann stehen die Schlange später am Kopierer, weil es muss ja auch noch eine Kopieakte an der Dienststelle verbleiben. Und dann sind sie stundenlang am Kopieren. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und da sagt noch mal einer, Corona bringt die Digitalisierung voran. Übrigens, Herr Manke, der Drucker ist gerade frei. Wenn wir eins aus Corona gelernt haben, dann, dass wir nichts aus Corona gelernt haben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 86,2. Ich würde sagen, jetzt nochmal zum Friseur, um für den nächsten Lockdown gut auszusehen. Wären wir im November konsequenter gewesen, dann wären die Zahlen jetzt womöglich niedrig genug, um uns mal eine Zeit lang wieder ein halbwegs normales Leben zu erlauben. Sie wissen schon, mit offenen Restaurants, Kulturveranstaltungen und dem Ablecken von Türknäufen, was man eben so macht. Vor 2 Wochen wurde beim Bund-Länder-Gipfel ein hochkompliziertes Konzept entwickelt, bei welcher Inzidenz was wieder geöffnet wird. Und schon heute weiß man, die Inzidenzzahlen für weitere Lockerungen werden niemals erreicht werden. Die Corona-Infektionen unter Kindern steigen gerade rasant. Teilweise gehen Kitas wieder in den Notbetrieb. In Nordrhein-Westfalen sagt aber die Landesregierung, nee, wollen wir nicht. Ja, es gibt Kommunen, da ist die Inzidenz auch so hoch, dass die Schulen wieder auf Distanzunterricht umstellen müssten. Aber die Landesregierung NRW will das einfach nicht, was ich verstehen kann. Denn die Landesregierungen haben ja mit Luftfilteranlagen und Testkonzepten alles getan, um die Schulen sicher zu machen. Ich wollte einfach mal hören, wie der Satz klingt, wenn ich ihn laut ausspreche. Es passt alles vorne und hinten nicht. Deutschland wird zum Versagerland. Stellen Sie sich mal vor, wir würden im Alltag genauso handeln, wie die deutsche Politik gerade die Pandemie bekämpft. Oliver Durke und Tim Grunendahl spielen das mal durch. Hey, das sieht nach einem super Wochenende aus. Wollen wir einen Ausflug machen? Ja, dann aber schnell. Heute Abend soll es regnen. Okay. Ja, nicht lang schnacken, Taschen packen. Endlich mal raus ins Grüne. Guck mal, ich habe hier einen super Wanderpfad gefunden. Oh, toll. Ich rufe Oma an. Halt, die Route ist doch noch gar nicht ausreichend getestet worden. Da soll es ganz unangenehme Begleiterscheinungen beim Wandern geben. Stimmt, da sind schon mal welche umgeknickt. Und deswegen brauchten wir schnell eine neue Wanderroute. Es gibt hier eine direkt um die Ecke. Die ist sogar vom Europäischen Wanderrat freigegeben. Und die ist aber noch nicht für Menschen über 65 zugelassen. Ja, und was ist mit Oma? Das mussten wir dann alles erstmal in der Familienkonferenz besprechen. Und wir haben eine große Familie. Das hat dann gedauert. Hallo, Tante Edith. Hallo, Onkel Georg. Hallo, Tante Gisela. Hallo. Aber man will sich ja absichern. Thorsten. Hallo, Onkel Arne. Ganz Demokrat. Hallo, Tante Rieke. Peter. Hallo, Tante Gati. Wir wollen ja nicht, dass sich am Ende noch irgendjemand beschwert. Also, Onkel Ernst aus Bayern sagt, dass wir nur wandern können, wenn maximal 50 Wanderer pro 100.000 Bäume dort unterwegs sind. Tante Gisela meint, dass auch 200 Wanderer okay sind. Onkel Hans sagt, zu gefährlich, maximal 35. Heike meint, wir sind alle doof. Na, dann kann's ja jetzt endlich losgehen, oder? Ja, ich ruf nur noch schnell bei der Wanderhotline an und reservier uns einen Wandertermin. Oh, warte! Im Fax mit dem Beschluss der Familienratssitzung steht, dass 3 Leute nur dann zusammen als Gruppe wandern dürfen, wenn der Ruhepuls unter 50 liegt. Das schaffen wir locker. Nie im Leben. Euer Puls ist doch jetzt schon auf 180. Ja, aber unser Platz in der Wanderhotline ist schon auf 170. Oh. Ja, und dann waren meine Eltern alleine zum Wandern, weil es aber inzwischen schon so spät war. Nur bei uns im Garten. Sei nicht traurig, Hanna. Das nächste Mal nehmen wir dich ganz bestimmt mit. Ne? Ja. Ja. Das Wandern. Ach, Mann, das Leute, ey. Das Wandern ist das Lust. Das Wandern. Am Sonntag gab es die ersten Corona-Landtagswahlen und man muss sagen, besonders AfD und CDU-Wählerinnen und Wähler haben erfolgreich Abstand zur Wahlurne gehalten. Es war endlich mal wieder ein Erfolg für die SPD, genauer gesagt für Malu Dreyer. Und natürlich, das ist für die CDU besonders bitter, in ihrem alten Stammland Baden-Württemberg sind die Grünen unter Winfried Kretschmann unangefochten und schon zum 3. Mal stärkste Kraft geworden.
Die CDU erlebt ja gerade mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Entwicklung der Partei nach Merkel. Im Herbst hört Merkel auf als Bundeskanzlerin. Vielleicht wagt sie den nächsten großen Schritt, die Nachfolge von Jogi Löw. Wir werden sehen. Aber jetzt schon ist klar, es wird hart für die Partei ohne den Merkel-Kanzlerinnen-Bonus. Ich meine, die Frau musste nur sagen, Sie kennen mich. Und schon hat die Mehrheit sie gewählt. Der grüne Winfried Kretschmann hat das ja in Baden-Württemberg einfach geklaut. Gut geklaut ist besser als schlecht neu gemacht, oder? Ja, habe ich schon etwas von ihr abgekupfert, das stimmt. Ja, aber es muss auch zu einem passen. Der neue CDU-Chef Armin Laschet würde damit nicht punkten. Wer in Nordrhein-Westfalen erlebt hat, wie der regiert, der weiß, Laschet bräuchte solche Plakate. Für ihn war es ein Paukenschlag am Wochenende, bitter, oder? Laschet gerade erst Parteichef geworden, jetzt gerät die ganze Partei dermaßen ins Rutschen. Also ich gebe ihm noch 2 Wahlen, dann schießen die Laschet ab und wählen stattdessen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ich bin mir sicher. Die meisten Deutschen wollen Laschet auch nicht als Kanzler, dann schon lieber Markus Söder. Wobei Markus Söder ja wieder mal so tut, als hätte er mit der Union überhaupt nichts zu tun. Er hat das ganz kühl als Außenstehender analysiert, was zum Wahlergebnis geführt hat und dabei ganz nebenbei einen neuen Rekord aufgestellt. Meine Damen und Herren, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat jemand so oft hintereinander in so kurzer Zeit Wake-up-Call gesagt. Wake-up-Call? Das ist schon ein Wake-up-Call, was jetzt da gestern war. Das ist ein Wake-up-Call. Es ist also nicht irgendwie so, jetzt machen wir das für die nächsten 6-7 Monate einfach weiter. Das ist ein Wake-up-Call. Was ist das? Wake-up-Call-Tourette, habe ich noch nie von gehört, von dem Krankheitsbild. Jetzt ist natürlich die Frage, wird die Union die Schlummertaste drücken und sanft dahinscheiden? Unser Reporter Jakob Leube sagt, nein, es darf nicht sein. Er will dieser Entwicklung nicht tatenlos zuschauen, er will etwas tun. Und Jakob Leube hat sich auf den Weg gemacht, zurück in die alte Heimat. Guten Tag, mein Name ist Jakob Leube. Ich bin Aktivist auf der Straße im Kampf für bedrohte Arten. Ich habe mich unter anderem schon engagiert für den Schutz des Laubfroschs oder auch für die Rettung der Lufthansa. Und heute bin ich wieder auf der Straße im Kampf für eine bedrohte Spezies. Rette die CDU! Hallo, wollen Sie die CDU mit mir retten? Nee, auf keinen Fall. Ich habe bis jetzt CDU gewählt, seit 45 Jahren. Und jetzt nicht mehr? Nee. How dare you? Ja. Also so, dann, wenn sie sich nicht bewegt, geht sie halt unter. Dann ist es halt so. So toll ist sie ja nur das, auch wieder. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Die CDU ist nämlich eine gefährdete Art, weil sie ja schmilzt. Man muss die CDU retten. Sind Sie da dabei? Nee. Ich werde beten dafür. Ah, beten. Ja, okay. Besser als nichts. Ich bin hier. Ich bin laut. Weil die CDU meine Hilfe braucht. Wollten Sie in einem Südwesten leben, in der unsere Kinder und Enkelkinder ohne eine CDU aufwachsen? Warum nicht? Die CDU hat ja aber eigentlich Top-Leute, Top-Abgeordnete, die sich für die Leute einsetzen. Ne? Ganz feine, integre. Ja, fällt mir so spontan jetzt keiner ein. Kann Armin Laschet vielleicht die CDU retten? Nein. Gucken Sie mal, der Altmaier. Was ist denn der schwabbelt viel, aber bringt nichts zustande. Aber ein Jens Spahn zum Beispiel. Nein, ist der Schlimmste. Oh, Wind. Aber die CDU ist doch wichtig fürs System. Also nein. Wie die Bienen. Nein. Aber die halten doch den Laden nein. Am Laufen. Nein, die ist einfach überholt. Vielleicht ein bisschen mehr innovativ denken. Alte weiße Männer. Keine Frauen. Keine Jungen. Warum? Ja, warum? Korruption. Mit den Masken? Ja. Wegen dieser Maskenaffäre, ich denke mal, das hat ihnen hauptsächlich die Stimmen gekostet. Ja, Korruption aber ist natürlich blöd, aber ist doch bei der CDU auch so ein bisschen Tradition. Das gehört doch dazu, auch schon immer. Wären Sie nicht bereit, CDU zu wählen, beizutragen im Kleinen, dass die CDU erhalten bleibt? Aber nie und nimmer. Ich habe das Gefühl, der CDU ist gerade nicht zu helfen. Ich brauche irgendwie eine einfachere Mission. Darf ich das einmal dir? Es tut mir leid. Ich brauche eine einfachere Mission. Rettet Schalke 04. Ole, ole. Die sind bedroht. Rettet Schalke 04. Rettet Schalke 04. Ja, toi, toi, toi. Danke, Jakob. Und danke, Sebastian Ried. So, ein neues Kapitel
im Maskenskandal der Union. Der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter soll 1 Million Euro Provision für einen Deal mit Corona-Schutzausrüstung kassiert haben. 1 Million. Wenn das stimmt, dann wäre das wirklich der bisherige Highscore beim beliebten Spiel Gier gewinnt. Das Motto scheint für viele zu sein, wenn ich schon keine Vision habe als Politiker, dann will ich wenigstens eine Provision. Was man ja schon wusste, der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein soll 660.000 Euro Provision kassiert haben. Nüßlein hat die CSU inzwischen verlassen, sein Bundestagsmandat will er aber noch behalten. Das Geld übrigens auch. Und der CDU-Abgeordnete Nicolas Löbel, der hat sich ebenfalls privat 250.000 Euro auszahlen lassen für die Vermittlung von Masken und das auch noch einen marktgerechten Preis genannt. Wenn man ihn sich so anschaut, dann würde ich sagen, ein marktgerechter Preis wäre ein falscher 50er. Aber interessant, Nüßlein hat 660.000 gekostet, Löbel nur noch 250.000. Die Preise sinken, zumindest im Bundestag. Im Winterschlussverkauf gibt es sogar 3 zum Preis von 1. Wenn man geschickt verhandelt, ist die Lieferung gratis. Also vielleicht sollten die 10 Millionen deutschen Schülerinnen und Schüler mal einfach ihr Taschengeld zusammenlegen und sich sagen, 250.000 Euro, das sind pro Nase 2,5 Cent. Dafür könnten die zusammen einen CDU-Abgeordneten kaufen. Könnten die machen. Und vielleicht gäbe es dann jemanden im Bundestag, der sich einsetzt für Bildung und bessere Schulen. Das wäre doch was. Die aktuelle Affäre setzt der Union extrem zu und es ist ja ehrlich gesagt nicht nur die aktuelle Affäre. Die Union hat schon länger ein Problem. Den Abgeordneten Axel E. Fischer und Karin Strenz wird vorgeworfen, Geld aus Aserbaidschan angenommen und sich im Gegenzug für das autoritär regierte Land eingesetzt zu haben. CDU-Jungstar Philipp Amthor war im Sommer in eine Lobbyaffäre verstrickt. Trotzdem steht er seit dem Wochenende auf Platz 1 der Landesliste Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl. Eben. Lobbyismus, Korruption, Käuflichkeit, das sind nicht die Ausnahmefälle. Das ist die Regel. Das ist nicht überraschend. Ja, das ist der Markenkern der CDU. Es gab da immer schon Korruptionsskandale, illegale Parteispenden, schwarze Kassen. Nur, dass man eben früher nicht aus der Partei geworfen wurde. Da wurde man Finanzminister oder 16 Jahre lang Bundeskanzler. Nach der Masken- und Aserbaidschan-Affäre kommt jetzt Bewegung in die Fraktion. Jetzt will die Union was ändern. Hätte sie allerdings längst schon machen können, zum Beispiel mit einem konsequenteren Lobbyregister, wie es die SPD gefordert hatte. Ich habe es noch nicht verstanden. Warum wollen Sie als Union nicht, dass jeder einsehen kann, wer mit wem zu welchem Thema geredet hat und welchen Einfluss das dann nimmt? Das würde ja ein konsequentes Lobbyregister tun. Was fürchten Sie? Ich fürchte gar nichts, es wird kommen. Ich habe mal daran erinnert, dass ich 40 Tage im Amt bin und jetzt aufräume. Jetzt räumt er auf. Jetzt räumt er aber sowas von auf. Ja, er ist Armin Kondo und er ist der Richtige dafür, denn er ist ja clean. Er hat als NRW-Ministerpräsident für knapp 40 Millionen Euro Kittel und Masken bei der Firma Van Laak eingekauft. Eine Firma, für die zufällig Laschets Sohn als Model arbeitet. Also bei Armin Laschet gibt es keine Vetternwirtschaft. Er macht das lieber mit Söhnen. Es ist eine unendliche Geschichte. Vor ein paar Wochen haben wir noch über Wirecard geredet. Können Sie sich noch erinnern? Jetzt kommen viele Unterlagen ans Licht, die zeigen, wo Wirecard außerdem noch tätig war. So setzten sich die Manager dafür ein, dass das Glücksspiel in Deutschland nicht so streng reguliert wird. Und dafür engagierten sie auch ehemalige Politiker aus dem Norden. Alte Bekannte, ja, und auch andere ehemalige und aktive Politiker und Politikerinnen setzen sich ein für Wirtschaftsunternehmen. Und sie tun das sehr, sehr gern. Vor allem aber nicht nur aus der Union. Man muss nur den oder die Richtige finden. Einen vertrauten Lobbypartner fürs Leben. Wer wünscht sich das nicht? Egal, ob Sie ein ehrliches, vorbildliches oder sympathisches Unternehmen haben. Bei profitepartner.de finden Sie unter vielen Ex-Politikern Ihren perfekten Lobbypartner. Hey, ich bin der Karl Theodor, aber Sie können mich auch KT nennen. Zu meinen Hobbys gehören Schummeln und mich immer sehr wichtig nehmen. Für eine Dreiviertelmillion habe ich mich in Wirecard verliebt und diesem Vorzeigeunternehmen einen richtig seriösen Anstrich verpasst. Ich bin der Harry Peter. Ach nee, Peter Harry. Wenn so ein Unternehmen wie Wirecard ein paar Adressen braucht, um beim Glücksspiel weiterzukommen, bin ich der Richtige. Denn Wirecard ist Harrys Liebling. Ja, also ich sage immer, solange die Kohle stimmt, ist der Inhalt zweitrangig. Bisschen wie bei der Elbphilharmonie. Dafür besorge ich meinen Partnern Kontakte von Hamburg bis nach Haiti. Oder meinetwegen auch ins Kanzleramt. Ich bin der Siggi.
Und ich sage immer, wenn schon Schweinereien, dann nur die von Tönnies. Die schmecken wenigstens. Und für die 10.000 Euro Spesen, die ich im Monat bekommen habe, kann der alte Frau ganz schön viel Nacktsteaks braten. Aber bei Profitepartner finden Sie auch aktive Politiker, die Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Träume zur Seite stehen. Ich bin der Philipp, aber ihr dürft mich auch gerne Amtor nennen. Für eine kleine Luxusreise und einen ausgedachten Chefposten bei einer US-Firma lasse ich gerne meinen Charme spielen. Hallo, ich bin Weinkönigin und Ministerin für Landwirtschaft. Wenn Sie einen multinationalen Konzern wie Nestlé leiten, dann können wir gerne mal ein kostenloses Werbevideo zusammen drehen. Es geht aber auch etwas privater. Mein Motto lautet, what happens in Ministerium, stays im Ministerium. Da können die Spinner von Foodwatch klagen, bis der Arzt kommt. Profitepartner.de, die Lobbybörse für ehemalige und aktive Politiker ohne Niveau. Denn guter Lobbyismus zahlt mich aus. Ein Film von Tobias Döll. Jetzt handelt die Union. Alle Abgeordneten haben von Fraktionschef Brinkhaus eine Ehrenerklärung zugeschickt bekommen, in der sie sich zu Nebentätigkeiten äußern sollten. Wir haben das Original hier, da sind dann Fragen zum Ankreuzen. Erstens, ich bin Abgeordneter der CDU-CSU und als solcher nur verpflichtet dem A, deutschen Volk, B, Gewissen, C, Girokonto. Dann zweitens, hatten Sie Kontakte mit Menschen, die in der Corona-Krise eine zweifelhafte Rolle gespielt haben? A, nein. B, weiß nicht. C, ja, mit Jens Spahn. Drittens, haben Sie parallel zu Ihrem Bundestagsmandat Nebentätigkeiten? A, ja. B, weiß nicht. C, nein, das Bundestagsmandat ist meine Nebentätigkeit. Wer dreimal C ankreuzt, gilt als normaler Unionsabgeordneter und darf bleiben. Was sonst noch war? Diese Woche, jetzt in Abgehakt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Vorsicht! Ach Mist, schon wieder ein Unfall im Nordostseekanal. So ein Schleusensalat. Jetzt haben wir den Salat, weil wir jetzt kein Ersatztor haben, das repariert ist. Das bedeutet, wir haben nur eine Schleusenkammer zur Verfügung. Ach wie, nur eine Kammer? Weil dieses olle Ding hier Schrott ist, ja? Und das andere? Das andere liegt nach einem Unfall vor rund 7 Monaten noch immer am Ufer des Kanals. Die Instandsetzung ist noch nicht mal ausgeschrieben und soll etwa 2,5 Millionen Euro kosten. Ja, geil, das geht ja schnell. Wer hat das noch mal zu verantworten? Es wird mit dem Bundesverkehrsministerium da richtig Gespräche geben müssen. Also der Brief beim letzten Mal scheint nicht ausgereicht zu haben. Und dann wird man im Zweifel mit Andreas Scheuer darüber selbst sprechen müssen. Ach so, der Maut- und Dieselscheuer ist auch der Schleusenscheuer. Na dann, Mast- und Scheuerbruch, das wird schon. Top-Bilanz in Frankfurt. Knapp 3000 Jobs fielen bei der Deutschen Bank im Corona-Jahr weg. Jawohl, die einen werden gefeuert, die anderen gefeiert. Willkommen bei der Deutschen Bonibank. Gewinn im vorigen Jahr 113 Millionen Euro. Dafür werden die Beschäftigten mit 1,9 Milliarden Euro an Boni belohnt. Dies entspricht dem fast 17-fachen des erzielten Gewinns. So bescheiden, so selbstlos. Bankboss Christian Sewing lebt's vor. Sein Gehalt steigt um 46% auf satte 7,4 Millionen Euro. Uhu, wie doof, nur dass Luxus-Shopping gerade so schwierig ist, ne? Es ist nervig, man kann in manche Geschäfte, wir melden uns an, dass wir ins KDW rein können, aber er kann sich bei, was war das, bei Louis Vuitton wollte er sich einen Schlüsselanhänger holen und er kann nicht kaufen, weil er sich da auch noch mal extra anmelden muss. Oh, war sonst noch was? Ach ja. Na ihr, schön Urlaub in Dubai. Gibt's da nicht so ein paar Problemchen mit Menschenrechten? Wie sehen Sie das? Das ist halt so eine kleine Bubble hier, ne? Wir haben ja jetzt nicht viel damit zu tun, aber Menschenrechte, natürlich bin ich da dagegen oder dafür. Ja, dafür, dagegen, egal. Ich nehme da noch so ein Weinchen. Abgehakt von Boris Rosenkranz. So, jetzt geht es weiter mit Zapp. Und da geht es heute um die Vorwürfe gegen Bild-Chef Julian Reichelt. Dazu hier die Originalstellungnahme seines Arbeitgebers. Auf Basis von Gerüchten Vorverurteilungen vorzunehmen, ist in der Unternehmenskultur von Axel Springer undenkbar. Lassen Sie den mal sacken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?